Hallo und herzlich willkommen zum vorletzten Szenario von Ruhrsieg Nord, Hagen Finntrop. Wir fahren durch den Sturm und halten den wichtigen Nahverkehrszug inmitten eines stärker werdenden Herbststurms am Laufen. Es hat eine Schwierigkeitsstufe von 4 von 5. Ich bin mal gespannt, was uns so erwartet. Durch den Sturm. Willkommen im Hauptbahnhof von Hagen. Heute werden Sie diesen Zug nach Siegen fahren und an allen Unterwegsbahnhöfen halten. Steigen Sie ein und bereiten Sie den Zug für die Abfahrt vor. Okay, das heißt, wir fahren nicht in... wir fahren auch immer doch in die Richtung. Sieht zumindest so aus. Dann steigen wir mal ein. Kann man eigentlich mittlerweile weiterlaufen als... Okay. Dann lag das, glaube ich, nur am Tutorial. Wobei, ich glaube, es ging ja bis hier und hier ging es ja nicht weiter. Aber es geht mittlerweile weiter hervorragend. Dann lag es tatsächlich am Tutorial. Die Türen schließen sich auch wieder, gut zu wissen. Okay, dann setzen wir es mal hin. Stellen Sie den Bremsschlüssellauf an. Okay, irgendwie ist sich das Tastatur ein bisschen im Weg. Richtungswende auf Vorwärts, was haben wir hier? Signal auf Spitzensignal. Dann das Ganze auf Vorwärts. Und Wagenbeleuchtung auf Fahrend. Signal auf Hell. Nicht auf Hell, okay. Auf reduziert. Das Stellwerk kontaktieren, drücken Sie das zur Umgehung des Dings. Achso, wir sollten die Fahrgäste einsteigen lassen. Warum denn? Ich habe es hier geschlossen, um nicht zu öffnen. Entschuldigung! Moment, ich mache wieder falsch. Ich muss noch irgendwo anders drücken. Glaube ich. Oder? Bewert. Irgendwo auf rechts oder links. Wann ist das nochmal? So war nicht. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteig Kartell. Ja, schon mal so. Die Türen verriegeln. Das kriegen wir auch hin. So. Lösen die nötigen Bremsen und Zug in Bewegung setzen. Bremsen sind gelöst. An einem Ort halten, Hohenlimburg, 19.15 Uhr. Alles klar. Dann ab nach Hohenlimburg. Wie gesagt, wir müssen an allen Unterwegsbahnhöfen halten. War nicht nur 40, ich bin verwirrt.
Scheinwäsche anmachen sollte man vielleicht auch nochmal. Muss ich nur nochmal suchen. Wahrscheinlich auch irgendwo hier oder so, ich weiß es nicht. Gar nichts. Bremse. Vielleicht hier irgendwo. Muss es doch irgendwo eine Möglichkeit geben. Okay, dann auch wieder Viertel zu Mittel nach Hohenlimburg in Hoffnung, dass wir jetzt noch rechtzeitig ankommen. Sollten wir einen Punkt hier mal dafür schaffen. Das mal ausrollen lassen. Allein dadurch holen wir die Zeit wieder rein. Geht auch wieder bergauf. Dürfen wir wieder schneller fahren. Also alles im grünen Bereich. Ich bin mal gespannt, wie ich mit dem Grundverhalten jetzt klarkomme. Okay. Okay, danke, jetzt mit dem Güterzug war das gerade ein bisschen komisch. Plötzlich war nur noch gefühlt alles auf einem Ohr. Ganze 10 Kilometer sind es nach Hohenlimburg, okay. Könnte vielleicht doch eng werden mit 19.15 Uhr.
Es hat nicht so viel zu gucken, ne? Wenn er zu vorbeifällt, wie jetzt bei Güterwagen-Szenarien, aber schon normal, ne? Belohnung erhalten, 7,6 Kilometer gefahren, okay. Das werden wir das auf Andauern schalten. Okay. Wenn ich hier doch schon häufig genug ist, mal schon den Intervall auf Andauern stellen kann. Interessant, dass die, ja gut, ist dann halt so, dass die BR143 keinen gelichteten hat. Alles klar. Ich habe das Gefühl, ich habe Zeit liegen lassen in Hagen. War doch Hagen, oder? Wir fahren auch noch 7. Oh Gott, ich hoffe, ich verbremse mich jetzt nicht. Deswegen werde ich vielleicht bei 2 Kilometer noch ausrollen. Das ist eigentlich auch eine gute Entfernung.
Ganz passabel, würde ich sagen. Das wollen wir nur links hier entriegeln und die Fahrgastüren öffnen. Und ich will nach draußen im Regen. Oh. Schön eine kleine Warnung. Gefällt mir. Okay, es sind doch Leute hier drin. Ich dachte, wir sind so gut wie leer. Aber offenbar nicht. Bitte achten Sie darauf, Ihre persönlichen Gegenstände nicht zurückzulassen. Ist auch ordentlich am Plästern. Okay, wir sind sogar sehr früh da. Wir müssen nur warten. Wow. Weiter geht's. An dem Urteil in Dietmort Hill in 5 Minuten. 300 Kilometer Entfernung läuft. Schauen wir, ob wir nochmal so gut anhalten können. Zug Nummer 1b.
Wir sehen auf alle Fälle heute schon mal die ganze gesamte, oder was ist das gesamte Streckennetz, zumindest das Streckennetz in voller Länge. Und sogar ziemlich perfekt. Was? Ups. Berichte über sich verstümmernde Zustände sind eingelangt. Im Fall einer Störung sind die Wartungsmannschaften nicht erreichbar. Wir werden Sie benachrichtigen, sobald wir mehr wissen. Machen Sie vorerst normal weiter. Beunruhigend. Und perfekt. Fast 100%. Ja gut. Je nachdem, wo man es bemisst, aber perfekt gehalten, würde ich schon mal sagen. Bin ich mal gespannt, was das Szenario uns noch so alles. Die Wartungsmannschaften. Klingt ja fast, als ob wir irgendwann noch auf Sicht fahren müssen. Der wird was gedownloadet. Ich glaube, ich synchronisiere wieder mit Lava. Oder? Wahrscheinlich wird wieder ein bisschen vermehrt. Und natürlich müssen wir wieder warten. Das sind wir mittlerweile gewohnt, das wird glücklich sein. Mir fehlt halt irgendwie immer noch hier so ein bisschen der Fahrplan und Kilometerstände, von wo man gerade ist. Fehlt irgendwie so ein bisschen, das ist irgendwie mir zu leer. Na gut, man kann nicht alles haben. Alle Schiffe regeln. Nächster Halt Altena um halb. Mal gucken. Ich bin gespannt, was dieser zunehmende Herbststurm und so alles noch für Unannehmlichkeiten bereitet. 7,7 Kilometer sind jetzt zwischen Detmate und Altena. Noch ein bisschen fahren. Ich bin echt gespannt, was auf uns zukommt. Störung. Störungen können uns die Wartung des Mitarbeiters nicht helfen. Ich hoffe, es fällt kein Signal aus. Das wäre jetzt sehr ungünstig, ne? Das wäre sehr ungünstig. Wir werden es sehen. Auf alle Fälle schlängeln wir uns erstmal so ein bisschen wieder bergauf und bergab.
Ich bin mir sicher, dass... Ich weiß nicht. Ich bin auf alles gefasst. Was natürlich nie verkehrt ist. Von der Tunneleinfahrt. Oder weil der erschrecken ob der jetzt kommt, gucken reicht nicht weg. Ich denke, ja, es wird reichen. Um das Tempo so in etwa zu halten. Vielleicht auch. Stufe 1 und 1%, ja, Hochschulprozent, vielleicht auch mehr. Ups, das wollte ich nicht. Und wahrscheinlich war jetzt die 80 auch hauptsächlich auf das Wohngebiet beschränkt. Oder wegen des Abschnitts am Wohngebiet direkt drin. Gehe ich mal von aus. So im Nachhinein betrachtet. Ich muss schon die Punkte absahen. Das sind ja schon fast ein Altena. Aber es geht auch durch den Tunnel durch. Juhu. Oh. Ein bisschen kurz, aber gut. Interessant, wie das Horn vom Regen aufhört, wenn einem Einzug entgegenkommt. Hm? Wird doch schon ein bisschen stark früh gebremst. Na gut, halb schaffen wir ja.
Soll ja keiner nass werden. Und wieder hoch, links verriegeln. Entriegeln. Und die Fahrgäste einsteigen lassen. Ein schöner kleiner Bahnhof. Ein bisschen trist da von hinten, aber der wahrscheinlich ja auch jetzt ne? Wenig mit der Realität zu tun, was das betrifft. Willkommen in der Burg und Drahtstadt Alten. Ja, herzlichen Dank. Warum staust sich denn das da so? Die Türen sind doch alle offen. Habe ich was verpasst? Ja, jetzt kommt er nicht mehr mit. Tut mir leid. Und es geht weiter nach Verdun. 10 Minuten, 7,8 Kilometer. 7,8 Kilometer. Mal schauen. Noch keine neue Statusmeldung in Bezug auf was auch immer, in Bezug auf die Wetterverhältnisse und so weiter. Also setzen wir unsere Fahrt wie gehabt fort, wie uns angeordnet wurde. Lassen wir mal den Scheibenwischer zur Beruhigung und Hypnotisierung an, auch wenn der Tunnel etwas länger ist als gedacht. Was ich mir vorstellen könnte, dass wir im Laufe des Szenarios auf das Gleis wechseln müssen, wo die entgegenziehenden
entgegenkommenden Züge kommen. Für einen bestimmten Abschnitt. Könnte ich mir vorstellen. Aber auch nur weil wegen, naja, Herbststurm und, ne? Es könnten mögliche Komplikationen sein. Falls es welche gibt. Die Möglichkeit besteht. Das Gefühl, dass so gut, Wagenbeleuchtung. Das ist halt so dunkel, auch in den Waggons. Vielleicht täuscht das ja auch nur. Okay. Gelbe Signal hinkommen. Was hat das zu bedeuten? Wir werden es vermutlich nach Werdohl erfahren oder in Werdohl. Offenbar haben wir Punkte verloren. Wäre interessant zu wissen, ob man schnell fahren Punkte verliert oder nicht. Ist mir persönlich zumindest nicht aufgefallen. Bisher. In den 3 Rallye-Stunden. 36 Stunden Trains in World. Aber es kann einem ja vieles angehen. Okay. Es wurde uns mitgeteilt, dass der Sturm für Trümmer auf der weiteren Strecke gesorgt hat. Okay.
Um Störungen auf der Strecke zu minimieren, werden Sie auf eine andere Strecke umgeleitet. Vergessen Sie nicht, dass Sie nur 70 km pro Stunde fahren dürfen. Da lag ich mit meiner Vermutung ja zumindest ja nicht ganz falsch, aber ist auch ein schöner Bahnhof. Lag ich ja doch schon so ein bisschen richtig, ne? Na, mal schauen. Cool. Oh Gott, da eben auch so viele Collectibles mir. Mal gucken, irgendwie stört mich das ein bisschen, ne? Ich kann auch hier bestimmt die Stufen hinauf. Und zumindest hier. Oder nicht. Ich könnte es bestimmt, aber es wird mir zu lange dauern, das zu suchen. Denn wir sind gleich sowieso langsam genug. Platz da, es regnet hier drunter. Okay. Also wenn sie einsteigen wollen, beeilen sie sich. Ich fahr jetzt gleich los. Ups, alles klar, noch 70 Kilometer pro Stunde. Kriegen wir hin. Über einen Ort gehen Umleitung. Umleitung in 400 Kilometern. Heißt, bis zur Umleitung dürfen wir noch die 110 voll ausfahren. Mal sagen, das machen wir auch. Die Frage ist, fahren wir jetzt noch, müssen wir unterwegs noch jetzt halten? Also wenn ich mir so die Zeit betrachte, ist das jetzt der letzte Abschnitt nach 7. Heißt, wir fahren offenbar jetzt zur Umleitung und dann die Umleitung und dann halten wir. Was? Warum denn jetzt? Deswegen 50. Ich hab's verstanden. Eine Befürchtung, dass wir gleich wieder. Wechseln könnten. Und diese 70 km pro Stunde beschränken sich ja nur auf den Abschnitt, wenn wir bei der Umleitung sind. Auch wenn die Umleitung ja theoretisch gesehen schon begonnen hat. Kommen wir auch noch 50 Punkte. Ich gehe mal das Risiko ein und beschleunige wieder. Ich bin aber bremsbereit.
Interessanter Streckenabschnitt. Umleitung incoming. Ja, ich sehe einen weiteren Personenzug geschickt, weil unter Umständen ein Baum auf der Strecke liegt. Und noch mehr? Okay. Offenbar halten wir aber trotzdem alle unterwegs worden müssen. Nächster Halt Plettenberg, allerdings ohne Zeitangabe. Wahrscheinlicherweise. Kann ich aufhören zu laggen? Danke. Natürlich auch ab jetzt Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Aber auch ein Räuchchen heute ist ein besonderer Tag. Es ist gar kein Bahnhof, es ist rotes Signal. Stress für den Bahnhof. Das hat mich jetzt etwas überrascht. Obwohl ich eigentlich wissen sollte, dass in Trains and Worlds spätestens seit dem... Was? Der Sturm wütet immer noch und eine weitere berichtige Übertrümmer auf der Strecke treffen ein. Eieiei. Um die Sicherheit der Passagiere zu gewährleisten, werden wir alle Fahrten in Plettenberg einstellen. Sie werden dort auf Bahnsteig 3 geleitet. Alles klar. Jetzt sollen wir also in Plettenberg halten. 1,7 Kilometer. Verweigert, okay. Es ist noch so eine Strecke vor uns. Nee, aber es ist gleich 3. Wo
Obwohl, daraus wurde noch vor unserer Strecke. Ergibt Sinn. Ein gutes. Och, wie schön. Da scheinen wir aber noch weiter zu fahren. Scheinbar gibt es keine wirkliche Beeinträchtigung auf den Gleis, was Richtung Hagen geht. Und jetzt wieder links. Ja. Einsteigen heißt in diesem Fall aussteigen. Und es ist hier tatsächlich kein Licht an. Also irgendwie, nicht wirklich. Schade eigentlich. Gut, mir gedacht, dass das eine ist. Dann halt nicht.
Und die Türen verriegeln. Zieler überfüllt, der Zug ist fürs Erste sicher und hoffentlich stimmt es nicht mehr lange. Wahrscheinlich steigen sie aus. Nein, steigen sie nicht aus. Ich will rein Superzug fahren. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Okay. Ich finde es ein bisschen ungewöhnlich, dass man irgendwie das Licht nicht anschalten kann. Oder ich bin nicht in die Lied. Sie können auch gerne aussteigen, also das ist. Okay. Wunderbar. Okay. Puh, 270.000 Punkte, okay. Am besten finden. Okay. Gut zu wissen. Auf jeden Fall war das das vorletzte Szenario. Es gibt noch ein einziges Szenario. Das gibt es dann morgen. Oder halt im nächsten Video. Das geht dann nicht ganz 60 Minuten, sondern ein bisschen weniger. Ich hab gerne geguckt, wie. Na gut, waren wahrscheinlich so 57 Minuten, die das Szenario gedauert haben. Es geht aber nochmal Güterzuglinie weiter, so wie ich es gesehen habe. Das erwartet euch dann morgen. Ja, wie gesagt, morgen oder nächstes Video. Das auch demnächst mal. Heißt, das nächste Mal Heavy Metal. Übernehmen sich Kontrolle über einen schweren Zug, der nach Süden zum Rangierbahnhof Kreuztal gebracht werden muss. Klingt vielversprechend. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.